So, dann schauen wir doch mal, ob wir die in kleinen Gruppen da rausbekommen, weil alle auf einmal wäre doch ein wenig zu viel für uns. Ja, kannst ruhig zwei Freunde mitbringen, nur nicht alle. Ah, das sieht doch gut aus. Drei Stück, das dürfte kein Problem sein. Solange die uns nicht in den Rücken fallen oder umkreisen, wie der das gerade versucht. Genau du. Und Nummer 3 wollte doch nicht kommen. Oh, da sind ja noch mehr in der Höhle. Okay. Was hatten wir vor? Oh, 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 sind noch ein paar viele mehr. Müssen wir schön ein Auge drauf haben, dass da nicht zu viele auf einmal rauskommen. Wenn wir gerade mitten im Kampf sind. So wie jetzt. Aber das geht ja soweit. Schön, schön. Nur noch er. Ja, sieht ganz aus, als wenn wir schon alle hier getötet hätten. Das war doch sauber soweit. Und... oh, hier ist ja eine Tür. Schauen wir doch mal. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ah, ja. Ja, in diesen Lagerhütten oder was auch immer das sind, in manchen Höhlen, finden sich meistens ein, zwei Kisten. Auch wenn da jetzt nicht wirklich was Tolles drin war, nur ein bisschen warmes Bier, Fackel und Dietriche. Na gut, häuten wir erstmal die ganzen Wölfe und dann schauen wir weiter ins Orkgebiet rein. Vielleicht können wir uns inzwischen ja auch schon mit ein, zwei von den größeren anlegen. Also ja, mit ein, zwei auf jeden Fall, aber eigentlich sollten wir langsam mal schauen, ob wir auch größere Gruppen auf einmal schaffen. Denn im Orkfriedhof warten ja immer noch 4, 5 auf einmal auf uns. Außer wir stellen das ein bisschen besser an. Also wir gehen da halt vorsichtiger an die Sache ran, benutzen vielleicht einen so einen Feuerpfeil oder einen Feuerball, um die ganzen ein bisschen auseinanderzutreiben, beziehungsweise einzelne rauszulocken. Aber ja, alles Schritt für Schritt. Erstmal schauen wir hier nach restlichen Hunden und einzelnen Orks. Und dann sollten wir eigentlich nochmal ein paar Lernpunkte investieren in Stärke. Oder halt nach einem ordentlichen Zweihänder gucken. Oh, sollten wir auch ein Schwert ziehen. So, zwei Wölfe, das ist okay. Ich sagte das okay, jetzt nicht großartige Wunden davon tragen. Stirb, 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 stirb. Mann, Mann, Mann. Jetzt erstmal einen schönen Happen Fleisch, wenn wir noch haben. Oh ja, nicht viel, aber wenigstens etwas. Müssen wir nicht immer auf unsere Heiltränke zurückgreifen, weil die werden ja auch langsam spärlicher und sind ein bisschen teurer als das Fleisch. Auch wenn jetzt Geld eigentlich nicht so das Problem sein sollte momentan. Ja, wir haben eine Menge. So, nichts mehr zu holen. Aber da ist noch einer. Zwei, drei und viele Orks. Oh, 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 oh. Die kommen noch alle. Bringen wir schnell ein, zwei Hunde um. Und die hauen wieder ab, nachdem wir ihre Hunde getötet haben. Das ist ja auch eine komische Reaktion. Ich meine, vielleicht mochten sie ihre Hunde ja nicht, aber... Nehmen wir nochmal den letzten hier mit und dann gucken wir mal, ob wir ein, zwei aus der Gruppe da rausbekommen. Weil vier auf einmal wäre... Jetzt kuscheln die? Das ist komisch. Also, die sind komisch. So, ich fordere dich heraus. Genau, komm her. Lass deine Freunde schön dastehen. Ach. Nein. Ja, das meinte ich. Mehrere Orks sind auf jeden Fall ein Problem. Und selbst der eine war ja schon fast ein Problem. Der stand irgendwie zu hoch auf dem Berg.
Wir konnten ihn ja nicht ordentlich treffen. Na gut. Dann soll es erstmal gereicht haben, dass wir die Wölfe getötet haben. Jetzt machen wir einen Abflug, wenn das denn klappt. Dann müssen wir erstmal unsere Wunden lecken. Komm schon, lass uns in Ruhe nicht jetzt noch einmal treffen. Das wäre gar nicht gut. Das wäre ganz und gar nicht gut. Komm schon. Hilf uns. Also steht nicht mal auf. Da kommen Orks. Steh auf. Ach nee. Haben wir schon hinter uns gelassen. Es wäre auch sonst ein wenig irritierend gewesen, wenn er da sitzt, Wache schiebt quasi, kurz nach links schaut, eine Horde Orks auf ihn zugestürmt kommt und er nichts macht. Das wäre wirklich komisch. So, haben wir noch was an Heiltränken? Heilkräutern. Ja, hier sind ein paar Kräuter, aber ob das Heilkräuter sind? Die scheinen eine heilende Wirkung zu haben. Das ist erstmal das Wichtigste. So. Nee, kein Bierchen trinken. Jo, das hat doch mal geholfen. So. Zurück. Jetzt versuchen wir nochmal wieder einen da rauszulocken und ihn diesmal auch schnell zu töten. Nicht wie den anderen. Also wir sollten darauf achten, wo wir stehen und wo er stehen wird, wenn er bei uns ankommt. Sind die denn jetzt schon alle wieder zurückgelaufen oder ist vielleicht einer unterwegs hängen geblieben? Nee, sieht soweit alles frei aus. Na gut, aber es hat eben geklappt, dann wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder klappen. Da liegt noch unsere Fackel, die brauchen wir momentan nicht. Aber aus der Richtung hatten wir letztes Mal einen rausgeködert. Dann machen wir das hier doch gleich nochmal. So. Da sind die vier Orks. Du da. Nicht ihr da. Drei ist viel zu viel. Drei ist viel zu viel. Ist irgendwo vielleicht einer, der verwundet ist? Orks. Okay, einer ist tot. Einer ist tot, ist gut, aber zwei Lebende ist schlimmer. Theoretisch könnten wir kurz umdrehen und hoffen, den Verwundeten zu treffen. Aber nee, das Risiko sollten wir nicht eingehen. Da sind wir lieber ein Feigling und leben, als ein toter Held zu sein. Hm? Ja, dachte ich mir nämlich auch. So, sind die immer noch hinter uns? Nee, gut, gut. Also, wieder ein, zwei Kräuter essen. Und jetzt werden wir um einen Heiltrank nicht drum herum kommen. So. Schon waren es nur noch drei. Ja, gut, dass kein anderer hier aus dem Lager uns dabei beobachtet, wie wir feigerweise hinterrücks die einzeln töten und nicht in der ganzen Gruppe herausfordern. Herr Torus hätte bestimmt alle vier auf einmal geköpft mit seinem Zweihänder. Aber so stark wie Torus sind wir leider nicht. Auch haben wir keine so schöne Rüstung wie er und keinen so schönen Zweihänder. Aber das kriegen wir auch so hin. So, du da stehst ein wenig abseits. Bist du vielleicht auch der Verwundete? Das wäre schön. Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Boden ist eben. Gut, gut. Und es war nicht der Verwundete. Das heißt, einer von den beiden ist schon fast tot. Na gut. Kommst du? Oh, sein Freund kommt auch. Na gut, schnell töten, schnell töten, schnell töten. Das war schnell. Jo, schön. Die Gruppe hätten wir auch erledigt. Und wenn das hier so gut funktioniert mit dem Auseinanderziehen, also dass die Orks nicht wirklich zusammenhalten, dann wird das hoffentlich im Orkfriedhof auch klappen. Das heißt, theoretisch könnten wir jederzeit zurück. Aber wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns hier weiter um. Töten so viele Orks, wie wir können, so viele Wölfe, wie wir können und so viel alles andere, wie wir können. Und danach gehen wir trainieren, noch eventuell ein paar Heiltränke kaufen. Und dann sind wir eigentlich so gut vorbereitet auf die Orks im Orkfriedhof, wie wir sein können. Oh, noch ein paar Tierchen. Sogar Tierchen, die Fleisch haben, das essbar ist. Das ist immer gut. Oh,
Da sind auch gleich noch ein paar Orks. Drei Stück. Na gut, solange wir vorsichtig sind, müsste das ja machbar sein. Also, ihr Tierchen, kommt mal her, ohne eure Herrchen mitzubringen. Da sind auch noch Wölfe. Schön, schön. Ja, die sind so langsam, wenn sie sich anpirschen. Oh, das ist deren Jagdgeschwindigkeit. So, das Fleisch nehmen wir erstmal mit, bevor wir es nachher vergessen. Dann können wir gleich im alten Lager das Fleisch schön braten. Dann können wir bei Dexter und Finn. Nein, zwei Hände Ausschau halten. Weil das wäre schon schick. Die haben wahrscheinlich eine extrem höhere Reichweite, unser Schwert hier. Und dann könnten wir die Gegner schon auf Entfernung quasi töten. Also bevor sie auf Angriffsreichweite von ihren Waffen sind. So. Willst du deinen Freund nicht mitnehmen? Oh, viele Orks, viele Orks, viele Orks, viele Orks. Viele Orks ist nicht gut. Gar nicht gut, nee. Da nehmen wir die Beine in die Hand. Also wenn sie nicht ganz auf dem Haufen gestanden hätten, dann hätte man ja versuchen können, einen schnell zu töten und dann wegzulaufen. Aber so müssen die alle vier nur einmal zuhauen und wir wären tot. Das wäre nicht ganz so schön. So, Urks, Texten ausweichen oder auch nicht. Ah, unser Rückenpanzer muss schon völlig zerdellt sein. Ah, da fragen sich die Jungs im Lager bestimmt auch. Hey, du, Namenloser. Warum ist dein Panzer eigentlich nur hinten beschädigt? Mhm. So, Urks. Das hört sich aber an, als wenn es nur noch einer wäre. Ja, dich töten wir doch mal. Du hättest mit deinen Kumpels zurückgelaufen sollen. So. Schöne Sache. Wieder einer weniger aus der Gruppe. Wieder laufen wir zurück. Da war noch eins von diesen Tierchen. Also diese mit essbarem Fleisch. Hinten waren noch die ganzen Wölfe. Und noch drei Ork-Krieger. Ja, das ist doch in Ordnung. So, noch ein Heiltrank. Wir haben noch 24 Stück. Ja, das müsste auf jeden Fall für unsere ganze Jagd hier noch reichen und sogar für den Orkfriedhof. Trotzdem sollten wir die Augen offen halten. Nach Händlern, die ein paar davon verkaufen. Und wir haben inzwischen ja auch wieder eine Menge Trophäen, die wir verkaufen könnten. Und wahrscheinlich bald auch keine Händler mehr, die Erz haben zum Tauschen. Also wäre Heiltränke zum Ertauschen eine gute Möglichkeit, unser Zeug loszuwerden. So. Drei Orks, da hinten die Wölfe. Aber speichern wir erstmal ab. LP 45.